Ja, Freunde, wir haben euch damals den MG EHS gezeigt und den MG ZS. Und damals habe ich gesagt, der MG ZS basiert nicht auf der neuesten Technik von MG. Aber wir wollten ihn halt euch trotzdem vorstellen. Und jetzt stehen wir hier wieder, und zwar wieder mit dem MG ZS. Und das ist jetzt das Facelift, was deutlich moderner geworden ist. Und ja, da müssen wir uns tatsächlich die Frage stellen, ob man tatsächlich mehr Elektroauto braucht. Wir haben hier ein relativ gut ausgestattetes Auto. Es gibt zwar noch nicht alles, aber schon wirklich sehr viel. Und wir haben einen sehr fairen Preis. Wir werden euch also alles heute zeigen vom MG ZS. Ja, natürlich Exterieur, Interieur, wir fahren damit, schauen uns alles an. Und mittlerweile ist MG auch wirklich von der Palette her breit aufgestellt. Mittlerweile gibt es einen Kombi, den ersten elektrischen Kombi, MG 5, dann gibt es den MG 4. Wir haben euch neulich den Marvel R gezeigt, mein Lieblings-MG. Und wie gesagt, dann eben ZS. Und dann natürlich auch noch der EHS. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest 3, 4 im Schwarzwald mit dem MG ZS EV. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns nicht nur, sondern dadurch wachsen wir. Wir werden immer wichtiger, können euch damit natürlich mehr Autos zeigen. Die Glocke drückt ihr, wenn ihr es nicht verpassen mögt, sobald wir ein neues Video hochladen, wie über den MG ZS, der derzeit bei 17.990 Euro startet. Als Verbrenner, ja, den gibt es auch noch als Verbrenner. Und als Elektrovariante, also als EV, so wie er vorne steht, startet er bei 31.312. Das ist natürlich schon deutlich mehr wie 17.000, aber immer noch günstig. Und ich kann euch schon mal spoilern, im Fazit gibt es ja wie immer die Endpreise. So viel geht dann nicht mehr nach oben. Dann geht das Ganze los in der Ausstattungslinie Komfort. Da ist schon relativ viel dabei, wie zum Beispiel auch diese LED-Scheinwerfer und natürlich auch schon eine Rückfahrkamera und so weiter. Die digitale Welt im Innenraum ist schon dabei. Und wir haben jetzt aber die nächsthöhere Ausstattungslinie, Luxury, und das ist dann auch die höchste. Und da sind dann noch andere Späße mit dabei, die wir euch natürlich dann im Laufe des Videos zeigen. Wir starten wie immer mit der Front. Und was soll ich sagen, die Front hat sich tatsächlich hier beim Facelift am meisten verändert, und zwar zum Positiven hin. Die Scheinwerfer, da kommen wir gleich zu, sind nochmal neu designt. Und gerade die Front, wir haben jetzt hier keinen angedeuteten Kühlergrill mehr, sondern hier wirklich zu alles. Ja, wir haben zwar schon noch ein bisschen Lufteinlässe, auch hier ist noch ein Air-Curtain, wo durchgeht, aber ansonsten schön schlicht zu. Mit dem MG-Logo rechts davon, beziehungsweise von eurer Seite aus links davon, ist dann auch die Klappe, um das Elektrofahrzeug wieder aufzuladen. Und unter dem MG-Logo haben wir dann den ersten Punkt, wo wir dann schon mal erkennen können, dass wir Luxury haben. Denn wir haben dann noch eine Frontkamera für die insgesamt 360-Grad-Kamera. Noch ein bisschen Alu-Look drumherum und dann noch unterm Kennzeichen die Sensorik für die ganze Assistenz. Dann noch was zum Scheinwerfer. Lob und Kritik natürlich gleichzeitig. Lob, das ist ganz klar, liegt auf der Hand, dass dieser LED-Scheinwerfer schon serienmäßig ist. Das ist das Tagfahrlicht-LED-Hauptscheinwerfer. Sieht auch cool aus mit so Diamanten hier ein bisschen. Und das sind dann auch die Blinker. Was ist also der Kritikpunkt? Es ist noch nicht adaptiv. Ja. Genau, das ist der Kritikpunkt. Aber ansonsten sieht das A schön aus und B schon serienmäßig. Was will man mehr? Dann gehen wir nochmal nach oben. Schreibt doch gerne schon mal drunter, was ihr zum Design des MG ZS EV so sagt. Könnt auch gerne unser Vorgängervideo sehen. Da habt ihr ein bisschen Vergleich, was hat sich da genau getan. So, dann sehen wir hier an der Seite erstmal was zu der Bereifung. Wir haben hier 17 Zoll Felgen. Das ist Serienbestandteil und das geht auch nicht höher. Ne? Vielleicht könnt ihr im Zubehörshop noch andere Felgen wählen, aber serienmäßig bleibt es immer bei den 17 Zoll Felgen. Um die Radhäuser und allgemein um das Fahrzeug herum und auch da unten auch noch mal so ein bisschen Kunststoff, um das ins SUV-Segment zu heben. Die Bodenfreiheit wäre 161 mm, das heißt, ihr könnt schon auch noch durch so Geröll und ein bisschen durch Feldwege fahren. Hartes Offroad-Gelände natürlich jetzt nicht, aber das ist ja meistens so. Dann haben wir schwarz-matt um die Fenster herum, also kein Hochglänzen oder auch kein Chrom, nur hier unten so eine kleine Chromleiste, die dann mit so einem Schwung nach oben geht und auch mit den Türgriffen an dem Chrom dann eigentlich gut zusammenspielt. Also das ist dann schon wirklich gut. Ich bin ja nicht so der Chrom-Fan am Auto, aber so passt das schon. Eine Alu-Leiste, also eine Alu-Dachreling hier oben. Und dann haben wir da eben, ihr seht es vielleicht auch leicht, das große Panoramaglasdach, das dann eben auch bei Luxury mit dazu kommt und aber auch nichts extra kostet, wenn man Luxury gewählt hat. Also das ist halt einfach dann die höhere Ausstattungslinie. Da gibt es also nicht noch Einzeloptionen, so möchte ich es sagen. Fünf Farben gibt es für euren MG ZS EV und wir haben das, wie ich finde, oder die schönste Farbe.
und zwar Como-Blau. Ja. Und da finde ich, kommt der ZS richtig schön rüber. Und ihr wisst ja eh, ich mag ja Blau, also von dem her danke an MG, dass sie uns in dieser Farbe einhergestellt haben. Es gäbe auch noch Silber. Silber passt tatsächlich auch. Ich bin ja derjenige, der sagt, dass Silber wieder kommt. Silber ist wieder modern und auch beim MG ZS sieht es gut aus. Es gibt aber auch noch so ein knalliges Rot und Schwarz und halt noch eine Farbe. Weiß ich jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich Weiß, der Klassiker unter den Farben. Und dann eben, ich habe es ja vorne schon leicht gesagt, aber hier sieht man es natürlich auch nochmal. Wir haben dann, wie gesagt, auch die 360-Grad-Kamera mit dabei. So, am Heck angekommen haben wir so einen kleinen Dachkantenspoiler, auch in der Wagenfarbe. Und dann die Rückleuchten. Die haben sich auch nochmal vom Design her verändert. Ja, auch volle LED-Rückleuchten hier. Das sieht schön cool aus mit diesem Schwung. Auch hier nochmal der gleiche Zacken, wie man es eigentlich vom Tagfahrlicht vorne gesehen hat. Was noch tatsächlich Birnchen sind, sind die Blinker und der Rückfahrstrahler. Dann haben wir das große NG-Logo. Hier kommen wir gleich noch zu. ZS EV steht dann. Da erkennt man schon so ein bisschen, dass wir eben die Elektro-Variante haben. Und dann hier nochmal so ein bisschen Schwarzelemente. Und natürlich dann beim Diffusor, sage ich jetzt einfach mal, auch nochmal so ein bisschen schwarz hochglänzen mit diesem Alu, was wir auch vorne haben. Ja. Das heißt, es wird immer wieder das gleiche Segment ein bisschen aufgegriffen. So, jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen leichte Kritik üben. Leicht nur deswegen, weil das Fahrzeug wirklich einen fairen Preis hat und man dann natürlich nicht alles anbieten kann. Trotzdem wäre es natürlich nicht schlecht gewesen und ja, ich erzähle euch, was ich sagen will. Wir haben hier unten eine Rückfahrkamera, die ist außenstehend und jetzt würde ich auch erstmal sagen, naja, ist okay für den Preis, ja, wenn ein Audi S8 und BMW M8 Competition auch eine außenstehende Rückfahrkamera haben, ist das soweit in Ordnung? Ich bemängel das ja immer wieder und da hätte ich es eigentlich dabei gelassen. Aber dann öffne ich den Kofferraum und sehe, dass man hier diese MG-Klappe öffnen kann. Da wäre es ja ein kluger Schachzug gewesen, das hier drunter zu machen. Aber ich muss eben sagen, man muss den Preis am Ende auch des Tages auch im Kopf behalten. Und das kostet auch alles eben Geld, wenn man die Technik noch da drunter steckt. Deswegen ist es nur ein halber Kritikpunkt. Aber man hätte es natürlich machen können. Dann, wie gesagt, zum Kofferraum. Es gibt natürlich keine elektrische Heckklappe. Wir kommen gleich zu den Kofferraumvolumina. Aber wir haben hier eine MG-Tasche, wo man das Kabel reinmachen kann. Finde ich cool mit so Klett, ja, das heißt, ich kann das verrutscht hier nicht. Man könnte es aber auch noch mal hier drunter legen, weil hier drunter haben wir auch noch mal genügend Platz und da ist dann auch noch mal das Ladekabel für die Steckdose. Ja. So, aber jetzt zum Kofferraum. Hier gehen, wie gesagt, 448 Liter rein bis 1166 Liter, wenn ihr die Bänke umklappen möchtet. Ich bin ca. 85 und ich passe hier nicht ganz dazu, darunter. Also ich stoße hier tatsächlich an. Das ist halt nur für euch eine Information, dass ihr euch nicht den Kopf anhaut, wie unser lieber Kameramann. Dann kann ich hier auch wieder zumachen. Anhängerkupplung gäbe es auch für den MG ZS und da könnt ihr, egal ob der Hänger gebremst oder ungebremst ist, insgesamt 500 Kilo damit dann ziehen. Zu der Motorisierung des ZS, ich werde da den Verbrenner noch mal kurz mit reinnehmen. Da gibt es die zwei Verbrenner-Varianten mit 106 und 111 PS. Ja. Dann müsstet ihr quasi, oder wenn ihr den ZS vom Design her cool findet, aber halt eben kein Elektrofahrzeug haben wollt. Beim Elektrofahrzeug gibt es auch zwei Motorisierungen mit 156 PS und 178 PS. Beide haben 280 Newtonmeter, beide bei 175 km abgeriegelt, 8,6 Sekunden. Und es gibt zwei Batteriegrößen, einmal mit 50 und einmal mit 69 Kilowatt roundabout. Und jetzt würde man ja denken, so macht das eigentlich jeder, dass wenn man die größere Batterie hat, hat man auch die mehr PS, also die 178. Weit gefehlt. Nein, wir haben nämlich dann die kleinere Variante. Das heißt, wir haben 178 PS mit der 50 Kilowattstunden Batterie. Und wenn man die größere Batterie nimmt, dann haben wir 156 PS, sprich 115 kW, weil ihr ja auch immer die kW haben wollt. Ne? Genau, so habe ich mir das hier aufgeschrieben. Und genau. Das dazu. Wischwasser kann man ja noch auffüllen. Es ist oder es wäre noch Platz gewesen für einen Frunk, wie ihr seht. Das ist auch tatsächlich so ein Punkt, dass man einfach vielleicht das Kabel im Winter reinschmeißen könnte. Das wäre mal was für noch die nächste Generation. Aber ansonsten bin ich da komplett zufrieden von der Leistung her, weil es reicht zum Fahren, von nach A nach B zu kommen. Und ich kann schon mal spoilern, so langsam ist er am Ende des Tages auch nicht. Dann hier was zum Ladeanschluss, der ist hier vorne untergebracht. Ja. Ist cool ins Design integriert, weil man es eigentlich fast gar nicht sieht, ja, weil man ja hier auch die gleiche Struktur hat. Und es ist natürlich dann auch nicht schlecht, einen Nasenlader zu haben, weil wenn man dann so an die Ladesäule gerade in der städtischen hinfährt, passt das meistens. Also ich habe jetzt keine Probleme.
Dann haben wir, wie gesagt, die Wahl zwischen einer 50,3 Kilowattstunden großen Batterie oder 69,9 Kilowattstunden netto. Und der Verbrauch ist angegeben bei unserem, also wir haben die größere Batterie, mit 17,8 Kilowattstunden. 320 bis 460 ist die kleine angegeben und unsere liegt bei 420 bis 590. Die letzte Zahl, also die größere Zahl, immer innerstädtisch. Kommen wir auch gleich noch dazu. Dann noch was zum Thema Aufladen. Wenn man die kleine Batterie hat, dann kann man auch AC laden, ist ja logisch. Allerdings nur 6 kW einphasig. Wenn man die größere Batterie hat, 11 kW dreiphasig. Und DC ist natürlich bei beiden auch möglich, im Peak 92 kW. Das heißt, da könnt ihr auch an die Schnellladestation fahren, an die 100 kW Säule zum Beispiel. Und dann könntet ihr von 5% auf 80% wieder in 40 Minuten sein. Für den AC-Ladeport, also da habe ich keine Zeit bei NG gefunden. Und ich wollte von der anderen Seite das jetzt nicht nehmen, weil ich ja nicht weiß, ob das verifiziert ist. Deswegen, da kann ich euch jetzt leider keine Zeit anbieten. Aber wenn euch das Brennen interessiert, dann schreibt es nochmal in die Kommentare. Dann werde ich da mein Bestes tun, das irgendwie doch noch rauszufinden. Ich habe ihn auch mal AC geladen, tatsächlich. Das kann ich noch mit einbringen. Von 30% bis 100% tatsächlich. Und das ist natürlich immer so eine Range. Normal, also da hat er jetzt 4 Stunden und 50 gebraucht. Das heißt, ich würde mal annehmen, wenn man wirklich von 0 auf 100% laden würde, was ja eigentlich niemand macht, aber so sind sie immer angegeben, dann sind wir schon so bei 7 oder 8 Stunden. Also das ist ja ein normaler Wert eigentlich. So, dann noch der letzte Punkt, was haben wir verbraucht, beziehungsweise wie weit sind wir gekommen? Und wir müssen dazu sagen, es kam wieder eine Kälte zu uns rein. Ja, der Wagen kam und die Kälte war wieder da. Wir haben auch heute minus 5 Grad gehabt. Jetzt aktuell sind es aber wieder 6 Grad, wo wir drehen, aber heute Morgen wieder kalt. Wir haben den Verbrauch von 17,8 aber auch mal geschlagen. Ich war auch mal mit 15 unterwegs, aber ich war halt auch mal mit 20 oder 30 unterwegs. Weil der Kandidat hier neben uns, der mag die Autobahn nicht so. Wenn man jetzt wirklich Autobahn fährt und 100 fährt, rechte Spur hinterm LKW her oder auch mal, wenn es 3 Spuren sind, auf der linkeren, also in der mittleren, dann geht das noch vom Verbrauch und dann können wir die Reichweite auch relativ gut einhalten. Aber sobald wir 110, 120, 130 und schneller fahren, die Autobahn mag er einfach nicht. Also zumindest jetzt bei diesen Temperaturen, die wir hatten, da frisst er dann schon ganz schön und dann würde man die Reichweite von 420, die jetzt hier angegeben sind, nicht schaffen. Die haben wir jetzt auch nicht ganz geschafft. Ich bin jetzt 300 damit gekommen. Das geht aber bei den kalten Temperaturen, wenn man sich so einen Mix zusammenstellt, wie ich es jetzt gemacht habe, ein bisschen sportlich gefahren, dann aber auch großenteils einfach vorausschauend und auch ein bisschen sparsam, dann gehen die 300 auch bei kalten Temperaturen. Ich schätze, im Sommer hier bei uns im Schwarzwald hätten wir die 350 auf jeden Fall geschafft. Bevor wir reingehen, zeigen wir euch immer den Schlüssel, rote Ziernaht, sage ich schon fast, MG-Logo und dann natürlich öffnen, verriegeln und die Kofferraumtaste. Ihr könnt es euch ja halber denken. Wir bräuchten den Schlüssel jetzt nicht unbedingt. Wir haben nämlich hier so eine kleine Taste, dann klappen die Spiegel bei der Luxury-Variante ein und dann ist das Fahrzeug verriegelt. Das haben wir hier hinten nicht, ist aber jetzt auch bei diesem Preis, ich möchte es gar nicht herabwürdigen, aber man muss es halt auch immer bedenken, nichts Verwerfliches, ja, machen andere in weitaus höheren Preisigen nicht besser. Und wenn man diese Taste wieder drückt, klappen die Spiegel wieder aus und das Fahrzeug ist geöffnet und ich kann einsteigen, um euch den Innenraum zu zeigen. Dann herzlich willkommen auch hier im Interieur. Mit unserer Ausstattungslinie haben wir diesen Kunstleder in Schwarz mit roten Ziernähten und auch dieser Carbon-Optik. Mein Sitz ist elektrisch einstellbar, der Beifahrersitz nicht. Und da bietet auch einen guten Seitenhalt, wenn man es ein bisschen sportlich angehen lassen möchte und ist aber auch ein bequemer Sitz. Ja. Also kann man schon wirklich sagen, schön weich und auch wirklich für die Langstrecke gemacht. Also da ist jetzt nicht die Problematik da, dass man sagt, okay, mit dem Sitz fahre ich nicht weit. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir schon hier oben Hartkunststoff haben. Allerdings gilt das nur für die Tür, nicht fürs Dashboard. Hier Alu-Optik, hier nochmal die Carbon-Optik sind schön weich. Auch da, also alles um den Arm herum ist weich, weiter unten natürlich dann Hartkunststoff. Genau. Bei unserer Ausstellung, also bei der höheren, ist noch eine Anlage dabei mit ein bisschen mehr Funktionen, mit 3D und so weiter. Ich habe jetzt noch die Serienanlage noch nie gehört, aber das ist vom Klang her auch nicht weltbewegend, aber dafür, dass sie jetzt hier einfach das Gesamtpaket halt noch mit abrundet, ist schon in Ordnung. Es ist allerdings so, wenn man höher, also in den höheren Lautstärken Musik hört, dann ist es schon sehr
trönig manchmal und auch schepperig. Aber wenn man jetzt auf normalem Niveau Musik hört, dann ist die Anlage vollkommen ausreichend und hat auch einen guten Klang dafür, dass sie quasi nichts extra kostet. Ich komme zu euch und bin jetzt auch da. Und dann reden wir natürlich erstmal noch über die Materialien. Wir haben hier ein weiches Dashboard, kein Head-Up-Display. Hier auch alles weich, das hier ist super weich. Auch hier und auch da, wo es Knie anschlagen kann, ist es schön weich. Also das passt auch wirklich. Nur hier ganz unten ist es dann hart, aber da stößt ja niemand mehr an. Und auch hier ist es dann nochmal weich. Und auch hier haben wir kein hochglänzend Schwarz wie bei vielen, sondern nur hier um die Tasten herum, sondern hier ist auch wieder so ein Dekor. Also das finde ich tatsächlich wirklich gut gemacht. Und Cupholder haben wir hier auch noch. Ja, das kann man mit so einem Rollo dann öffnen und verriegeln. Und eine Armauflage hätten wir auch, die ist auch relativ weich, reicht auch gerade für zwei Personen. Und drunter ist auch nochmal genügend Platz, um etwas zu verstellen. Das Lenkrad hier ist auch, wie ich finde, schön gemacht mit roten Ziernähten, drei Speichendesign, MG-Logo natürlich. Und dann können wir noch lauter, leiser die Medien halt eben ein bisschen verstellen. Und hier können wir dann das digitale Cockpit uns auch noch ein bisschen einstellen. Und ansonsten haben wir an den Lenkrad am hinteren Lenkrad natürlich die üblichen Tasten für Scheinwerfer und Scheibenwischer. Dann mache ich jetzt quasi mal die Zündung an, wobei das ja nicht mehr Zündung im Prinzip ist. Die Klima schalten wir ein bisschen zurück, damit ihr jetzt hier nicht viel hört. Und dann könnt ihr mal kurz das digitale Cockpit euch anschauen. Wir haben da verschiedene Ansichten. Das ist jetzt die Assistenzanzeige. Man könnte da aber durchaus auch zum Beispiel sich einen Energiefluss oder Reifendruck herholen. Man kann die Helligkeit oder beziehungsweise die Einstellungen sich herholen. Dann hier den Bordcomputer. Wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 19,9 von den 1217 Kilometern und von den letzten 25 Kilometern jetzt 17,6. Und dann wären wir wieder bei der Assistenzanzeige. Ja, ansonsten sehe ich natürlich Geschwindigkeit. Dann Rekuperationsstufe sehe ich, Reichweite in Prozent und in Zahl. Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Und Uhrzeit und Temperatur. Ne, Temperatur sehe ich da nicht mal, sondern Außentemperaturen über das normale Display. Für mich ausreichend, ist ja auch eine Neuheit. Ja, war ja nicht ganz so digital beim Vorgänger ZS. Von dem her auch hier wirklich einen deutlichen Sprung Richtung Moderne. Und von der Individualisierung her ausreichend. Was es natürlich noch wünschenswert gewesen wäre, ist, dass man sich in Navigation reinbasteln kann, aber von dem her reicht das mir völlig aus. Man sieht alles, was man braucht, es ist übersichtlich gemacht, passt. Dann sind wir hier bei unserem Infotainment-System, auch das ist nochmal moderner geworden. Das ist jetzt das Home-Display und daran erkennt ihr natürlich schon, dass man sich das frei konfigurieren kann, sich die Kacheln selber gestalten kann und ihr seht auch, dass Apple CarPlay sowie Android Auto vernetzbar wäre. Man kann mit einem Klick dann sofort in die 360-Grad-Kamera gehen oder in die Fahrzeugeinstellungen, ja, wo man zum Beispiel sich auch die Assistenz einschalten kann, Beleuchtung zum Beispiel und so weiter. Und ich auch jederzeit aber wieder ins Home-Menü zurückkäme. Ich könnte aber auch jederzeit zum Beispiel in die Navigation reingehen, dass wir vielleicht hier mal kurz sehen, wie die Darstellung ist. Wenn ich jetzt rauszoome, dauert es einen Moment, aber ansonsten muss ich sagen, wenn alles geladen hat, läuft das schon relativ flüssig. Ja. Also da könnten sich manch andere Hersteller nochmal eine Scheibe abschneiden. Vor allem ist das System auch schnell da. Also wenn man da gerade mal an noch die aktuellen VWs denken, da ist ja doch ab und zu noch ein bisschen schwierig. Ansonsten, auch wenn man von einer anderen Marke kommt, relativ gut einsehbar. Man findet sich schnell zurecht und es ist nichts kompliziert. Und wie gesagt, es läuft auch soweit sehr gut flüssig. Wetter kann man sich zum Beispiel noch eine Wettervorhersage herholen. Also es ist doch noch mal ein bisschen komplexer, auch mit der 360-Grad-Kamera jetzt hier bei der Luxury-Variante. Was ich ein bisschen blöd finde, aber das ist natürlich auch Meckern auf hohem Niveau, ist, wenn man die Sitzheizung möchte, dann muss ich zum Beispiel hier ins Klimamenü, ja, und dann kann ich die Sitzheizung hier einmal ein- und auch wieder ausschalten. Aber wenn man es mal weiß, ist auch das kein Problem. Zusätzlich kann man sagen, dass eben auch von den Beifahrern eine Sitzheizung gibt, allerdings nur an und aus, also jetzt nicht von der Temperatur her oder halt, dass es irgendwelche Stufen gäbe. Und weiter unten haben wir nochmal ein paar haptische Tasten, wo man dann eben, wie gesagt, ja, nochmal lauter, leiser und ins Menü käme, ohne dass man den Touchbildschirm nutzen muss. Und USB-C, USB-A gäbe es auch nochmal mit einem induktiven Ladefach. Dann natürlich noch der letzte Punkt, Thema Platz. Ich habe den Sitz so für mich perfekt eingestellt. Ich bin sogar 85, habe genügend Platz zur Tür und
überhaupt. Der sitzt auf der tiefsten Einstellung nach oben. Ja, es ist jetzt nicht mehr allzu viel Platz, aber die Handbreite wäre noch Platz. Also ein Tacken größer könntet ihr noch sein. Solltet ihr jetzt 2 Meter sein, würde es wahrscheinlich schon eng werden. Dann würdet ihr hier an dieser Kante anstoßen, müsstet dann also leicht schräg mit eurem Kopf sitzen oder ihr würdet halt dann die untere Ausstellungslinie nehmen müssen, das kein Panoramadach beinhaltet. Aber solltet ihr in meiner Größenordnung sein, maximal 1,90, sage ich mal, sollte das noch in Ordnung gehen. Und wie gesagt, so vom Platz her auch in Ordnung. Wie es hinten ist, schauen wir uns gleich an. Aber ihr wisst es ja, wenn wir ein Panoramadach haben, schauen wir es uns an. Erstens ist es relativ groß, ja, also auch die hinteren Passagiere haben etwas davon. Man könnte natürlich das Rollo auch schließen, aber wir zeigen euch immer, wie weit es öffnet. Und da muss ich sagen, Chapeau MG, denn sie nutzen hier wirklich die maximale Funktion, und zwar ist das hier der Öffnungswinkel. Also es geht schon echt weit auf. Das machen andere nicht so, und ich finde, das ist schon so ein leichtes Cabrio-Feeling. Hat mir sehr gut gefallen und es wird auch nicht unbedingt lauter als andere Panoramadächer. Dann herzlich willkommen auch hier im Fond. Die Materialien sind gleich, also wir haben hier oben auch harten Kunststoff und um den Arm herum ist es schön weich. Ansonsten habe ich an den Rückseiten der Sitze natürlich so Taschen, ja, da kann ich ein bisschen was reinlegen. Wir haben nochmal eine eigene Klimaverstellung, die kann man von der Zirkulation halt verstellen, von der Temperatur nicht. Aber wir haben noch USB-A und sogar USB-C Anschluss, das ist auch wirklich toll, hat nicht jeder. Isofix an den äußeren Sitzplätzen haben wir auch und auch hier natürlich dieses Kunstleder mit diesem Carbonstruktur, roten Ziernähten, das ist schon wirklich fein. Eine Durchreiche gibt es nicht, aber was es gibt, ist für die Armauflage und dann haben wir hier noch einen Cupholder. Sehr, sehr cool gemacht. Nicht. Also, wir haben jetzt Cupholder. Das ist wirklich gut, dass wir es haben. Aber wenn wir das jetzt hier aufklappen, dann war es das mit dem Arm auflegen. Ja, dann muss ich den hier an diesem Brett noch dran vorbeilegen. Also das ist jetzt nicht so gut gemacht. Dann würde ich es tatsächlich einfach belassen und schön meinen Arm hier drauflegen. Aber trotzdem natürlich hilfreich, dass man einen Cupholder hat. Die Sitzfläche hier ist jetzt nicht ganz so breit, aber schön weich. Und auch hinten ist es ein bisschen härter wie bei den anderen Sitzen, aber jetzt auch nicht zu hart. Mitteltunnel fast nicht da, das heißt, man kann ja auch mal zu dritt hinten sitzen. Es wird allerdings dann schon recht beengt. Ich würde es jetzt auf maximal 1 Stunde oder 2 begrenzen. Wenn man jetzt hier nur zu zweit hinten sitzt, dann ist es aber völlig in Ordnung. Was man beachten muss, wenn man jetzt so groß ist wie ich, ca. 1,85 oder vielleicht noch größer, dann stößt man hier links ein bisschen an der Kante an. Ja. Dann würde man vielleicht eine Variante weiter unten nehmen, also Komfort. Dann ist das Panoramadach nicht dabei, dann sieht es nochmal ein bisschen besser aus. Aber ich könnte somit auch leben. Ich muss halt so ganz leicht meinen Kopf dran vorbeilegen, aber ansonsten stoße ich da an. Nach hinten stoße ich auch an, wenn das Panoramadach da endet. Aber wie ihr seht, ist der Sitz ja auf mich eingestellt, habe ich noch ein bisschen Platz und dann könnte ich mich da so noch ein bisschen reinfallen lassen. Aber ich bin da schon mit 1,85, würde ich sagen, das Maximum. Sonst wird es natürlich noch ein bisschen komplizierter. Dann lasst das Panoramadach lieber weg. Ja, aber gut, das müsst dann ihr wissen. Meistens fahren ja jetzt auch nicht über 1,85 Leute viermal mit, sondern meistens dann eher vorne. Und genau da gehen wir es aber dahin und zeigen euch, wie er sich fährt. Dann herzlich willkommen auch zum Fahreindruck des elektrischen MG ZS. Und dazu gehen wir natürlich immer erstmal in den Rückwärtsgang. Dann dauert es einen kleinen Moment und dann sehen wir die Rückfahrkamera. Ich mache jetzt auch hier nochmal das Schiebedach zu, dass ihr es ein bisschen besser erkennen würdet. Wir sehen natürlich rechts die Vogelperspektive und dann hier natürlich die Rückfahrkamera. Ich mache auch gerade das Rollo nochmal zu. Es dauert natürlich einen kleinen Moment, sonst skippen wir. Und ja, dann sieht man das ein bisschen besser. Zwar die Linien lenken hier ein bisschen mit, die Darstellung ist jetzt nicht die beste, aber es reicht aus. Ja. Wir sehen trotzdem, wo wir anstoßen würden oder andere Verkehrsteilnehmer. Und wenn ich jetzt in D gehe, dann springt auch sofort die Frontkamera, ja, wie gesagt, hin um. Und das finde ich eine wichtige Sache. Und wenn ich hier auf 360 Grad Kamera gehe, dann komme ich eben, wie gesagt, immer in dieses Menü rein. Ja. Und beim Blinken sehe ich auch nochmal andere Kameraperspektiven, wie zum Beispiel an den Spiegeln. Und das kann ich jetzt hier auch nochmal, diese Ansicht auch nochmal herholen, wenn ich zum Beispiel irgendwo an einem Straßenrand parke. Also von dem her, das haben sie gut gemacht. Dann geht es weiter mit unserem ganz normalen Fahreindruck, den wir jetzt hier mal beginnen werden. Und da kann man schon mal einiges dazu sagen. Wir sind jetzt ein paar Tage mit diesem schönen Auto hier gefahren und hin und wieder entdeckt man natürlich ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das würde besser gehen. Aber dann würde man wieder zurück
auf die Idee kommen, dass dann schnell wieder die 50 oder 60 oder 70.000 Grenze, wie bei manch anderen Elektroautos, dasteht. Und wenn man sich hervorruft, was dieses Auto kostet, dann ist es echt beachtlich, wie gut sich dieses Auto fahren lässt. Aber ich finde das Fahrwerk nämlich und auch die allgemeinen Fahrgeräusche nicht wirklich schlecht. Also es ist natürlich jetzt ab 100 und mehr ist es schon auch ein bisschen lauter. Man hört Windgeräusche und Fahrgeräusche, aber es ist jetzt nicht störend laut. Und auch das Fahrwerk, ich finde es nicht poltrig, ich finde es nicht unkomfortabel. Klar, Unebenheiten, so ein abgesetzter Gullideckel oder auch mal ein Schlagloch, die bekommt man mit, ganz klar. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ja, lass uns 100 Kilometer fahren, mehr aber auch nicht. Nee, ich kann mir damit vorstellen, wirklich weit zu fahren, weil es ist jetzt kein unbequemes Fahrwerk. Auch die Lenkung ist nicht schwammig, sondern auch wirklich direkt. Ja. Jetzt nicht sportlich direkt, aber trotzdem, wie gesagt, man hat ein gutes Feedback. Alles ist gut erreichbar, ja. Es ist wirklich umgänglich, dieses Auto. Man hat dieses Touch-Display, wo man schön und schnell hinkommt. Man hat aber auch noch ein paar haptische Tasten. Also vom Mix her, vom Fahren auch wirklich angenehm. Das Panoramadach macht da nochmal sein Gleiches. Und von dem her ist es schon vom Fahren her nicht schlecht. Wenn man jetzt die elektrische Seite sieht, wir haben einige Funktionen beim Fahren. Zum Beispiel, aber auch wenn man es nicht gleich vermuten würde, unter der Taste Cares. Ja. Also ich meine, wir haben drei Tasten da unten, Mode, dann Battery und Cares. Und Mode und Battery ist ja klar. Wir kommen bei Battery ins Batteriemenü, wo man auch irgendwo sagen kann, okay, wir sehen hier Energiefluss und pipapo. Mode ist auch klar, da können wir die verschiedenen Fahrmodes aktivieren. Ja. Da können wir also durchschalten zwischen den verschiedenen Fahrmodi. Cares ist aber die Rekuperation. Ja. Da gibt es drei Stufen. Ich kann jetzt zwischen 2 und 3 nicht wirklich einen Unterschied feststellen, aber zwischen 1 oder quasi 0 und 3 kann man schon nochmal was feststellen. Es ist aber kein One-Pedal-Drive. Ja. Wir sind jetzt in der stärksten Stufe, 3. Und wir fahren jetzt 77, wenn ich jetzt mal runtergehe, dann bremst das schon auch ab. Wir sind jetzt bei 70, 68, 60 und 50 und so weiter. Aber es ist kein klassisches One-Pedal-Drive, dazu ist es zu langsam und wir kommen auch nicht ganz zum Stillstand. Aber trotzdem kann man da nochmal Energie zurückgewinnen, auch gerade in der Stadt, wenn man also vorausschauend fährt, ist es ein angenehmer Punkt. Und von dem her passt auch das. Was ich draußen gar nicht erwähnt habe, was aber auch so ein bisschen da mitspielt, was ich beachtlich finde, was es da schon gibt, auch dieses Auto hat schon Vehicle to Load, was wir auch von Kia und so weiter kennen. Das heißt, wir können dadurch unser Bier kühlen bei einer Grillparty, wir können ein anderes Gerät damit anschließen. Wir könnten aber auch jemand helfen, indem wir ein anderes Elektroauto da kurzfristig damit laden. Also gibt es schon einige Punkte, die man mit dem Vehicle to Load da tatsächlich machen kann. Und ich finde es schön, dass wir das auch bei diesem Auto ja, haben. Was natürlich nicht fehlen darf, ist auch einmal noch 0 auf 100. Wir haben ja verschiedene Fahrmodi, da können wir von Eco in Normal und Sport gehen. Dazu gehen wir jetzt hier natürlich in Sport. Und los geht's. 50 stehen, die 70 stehen, die 90 stehen und die 100 stehen auch. Es ist keine Rakete, aber es ist auch nicht ultra langsam, ja, für die 156 PS. Es geht also schon gut nach vorne. Wenn es jetzt nass ist, dann merken wir schon, dass wir hier einen Frontantrieb haben. Wir haben ja kein Allrad, aber für den Alltag her völlig ausreichend. Ich bin meistens im Normalmodus gewesen, weil im Eco-Modus drosselt er schon extrem die Leistung und versucht krampfhaft Energie zu sparen. Muss man regelrecht einen Kickdown geben, damit man da nach vorne kommt. Deswegen Normalmod, das war so die gute Mix zwischen die Power zu nutzen, aber auch irgendwo sparsam zu sein. Und Sport habe ich dann halt zum Überholen genommen. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig der Gedanke rüber kommen tut dann nicht, dass man jetzt sagt, okay, ich fahre jetzt einfach mal sportlich durch die Samtinen. Würde gehen, die Bremsen sind jetzt auch nicht zu schlecht und man hat ja auch diese gewisse Power im Sportmodus, dass man auch schön aus den Kurven beschleunigen kann, aber es ist jetzt nicht das Auto, wo man sagt, ja, damit gehe ich jetzt sportlich fahren. Das hat jetzt aber gar nichts mit dem Auto per se zu tun, sondern allgemein mit einem normalen Elektroauto, sage ich jetzt mal, das nicht sportlich konzipiert wurde, ergibt sich da die Möglichkeit jetzt nicht so oder sage ich jetzt mal, habe ich jetzt nicht die Idee dafür. Von dem her, ja, reicht aus, Sportmodus zum Überholen genutzt und wenn man möchte auch mal ein bisschen sportlich fahren, aber sonst Normalmodus reicht vollkommen. Was jetzt kommt, wissen natürlich die Stammzuschauer schon und wer neu ist, dem sage ich es
wir sprechen über die Assistenz. Wir haben jetzt noch nicht alles an Bord, aber was wir schon haben, ist Tempomat, und zwar adaptiver Tempomat. Ja. Das heißt, wir können hier tatsächlich eine Geschwindigkeit einstellen in 1er oder 10er Schritten, beziehungsweise in 1er oder 5er Schritten. Ich stelle das jetzt einfach mal auf 140. Genau, und dann folgen wir diesem LKW. Und wir fahren jetzt aber nur 100, weil er eben den Abstand eingestellt hat. Wir haben jetzt die dritte Abstandseinstellung. Man kann das jetzt noch schwächer stellen. Er macht das aber automatisch erstmal auf den weitesten Abstand. Ich kann das aber dann auch wirklich verringern, den Abstand. Und dann würde er quasi ja, ein bisschen näher auffahren. Das funktioniert wirklich immer tadellos, ja, dass er das jetzt hier automatisch macht und auch wirklich abbremst. Und das auch wirklich schön smooth, also nicht abrupt. Dann hätten wir aber zwei verschiedene Spurhalteassistenten. Wir haben tatsächlich einen Spurhalte. Der hat bei mir jetzt nicht immer funktioniert. Auch jetzt erkennt er die Spur nicht wirklich. Ja, und würde dann quasi jetzt nur so verhindern, dass wir von der Spur kommen, wie ihr es jetzt gesehen habt. Ja. Das funktioniert immer. Aber normalerweise würde dann noch ein zweites Zeichen angehen. Und er würde dann quasi ja, die Spur mittig halten. Hat aber nicht immer funktioniert. Aber immerhin gibt es das. Wenn ich jetzt blinke, gibt er auch schon leicht Gas. Ja? Das heißt, wir müssen nicht erst auf die nächste Spur kommen, damit er Gas gibt. Und somit können wir flüssig da mitschwimmen. Das gefällt mir auch schon mal gut. Und zusätzlich haben wir jetzt noch bei der Luxury-Ausstellungslinie Totwinkelassistent mit dabei, den wir euch natürlich auch gleich zeigen. Was wir noch haben, ist ein Verkehrszeichenassistent. Der hat auch zu 80% immer gut funktioniert. Es gab ein, zwei Schilder, die er nicht richtig erkannt hat, aber ansonsten hat auch das funktioniert. Ihr dürft mal in den Spiegel schauen. Da haben wir in dem linken Bereich ein LED, das dann leuchtet. Jetzt leuchtet es schon. Und auch jetzt kommen die Autos erst. Also es sind gute 4 Fahrzeuglängen vorher. Von dem her ist das schon wirklich akzeptabel. Und ich kann da nichts Schlechtes darüber sagen, weil das warnt wirklich rechtzeitig das System. Der einzige Assistent, wo ich sagen muss, okay, da kann man nochmal drüber arbeiten, ist der Lenkassistent, dass der wirklich die Spuren schneller und besser erkennt. Weil, ja, zum Beispiel auf der Landstraße hat er es ja auch nicht erkannt. Und auf der zweispurigen Autobahn im Prinzip auch nur manchmal. Von dem her, dass man da das Spektrum einfach vielleicht noch mal ein bisschen ausweitet und das zur Not auch auf der Landstraße nutzen könnte. Aber ansonsten sind wir gut aufgestellt mit der Assistenz. Was ich noch hinzuzähle, ist immer Head-Up und Licht. Head-Up-Display haben wir keins. Was wir aber haben, ist ja ganz klar das LED-Licht. Aus technischen Problemen kurz hier die Anknüpfung zu meiner Thematik wegen dem Licht. Also die Lichtweite und Licht. Breite ist völlig ausreichend beim Ablendlicht. Wenn man das Fernlicht dazu stellt, da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Also da bin ich halt schon deutlich Besseres gewöhnt. Ja. Aber so ist normale Ablendlicht, ist wirklich hell genug, ausreichend hell. Das Fernlicht könnte mir persönlich noch einfach ein bisschen weiter leuchten. Aber auch da völlig ausreichend und von dem her auch gut genug. Das war unser Video über den MGZS. EV, diesmal als Facelift, das heißt deutlich moderner im Innenraum als auch zum Beispiel im Exterieur. Mir gefällt zum Beispiel gerade die Front mit dem schicken gezeichneten Scheinwerfern, also das ist wirklich markant schön gemacht mit diesem Diamantschliff hier rein und auch vorne dieses Design finde ich jetzt wirklich richtig schön. Die Farbe ist schön, also ist wirklich gut gemacht. Allgemein die Marke, also ich finde zum Beispiel auch den MG4 interessant. Mein Favorit ist natürlich der Marvel R, mega genial und modern und schön umgesetzt. Elektrische Kombi auch natürlich ein super interessantes und spannendes Auto, von dem her die Palette ist weit gefächert. Schwerpunkt natürlich elektrisch, den EHS als auch den ZS gibt es natürlich schon auch noch mit Verbrennern, die anderen nicht. Ja, und deswegen kann man schon auch irgendwo die provokante Frage jetzt mal stellen. Ist das der neue Volkswagen? Denn wir sind preislich natürlich schon echt gut unterwegs. Wir kommen dann natürlich gleich dazu. Und wir haben eigentlich nichts zu bemängeln. Es gibt natürlich ein paar Punkte, wo man sagen kann, naja, daran merkt man es, daran merkt man es, daran merkt man es. Die Kamera ist noch nicht gestochen scharf, aber sie ist funktionell, sie ist da. Wir haben noch kein Head-Up-Display. Okay, haben wir nicht. Wir haben noch keine adaptiven LEDs. Okay, aber wir haben LED. Und wir haben auch das volle Maß an Assistenz. Gut, wir können den Spurhalte noch mal ein bisschen ausweiten und noch mal vielleicht präzisieren. Aber ansonsten haben wir hier ein vollkommen gutes Auto, was
und das muss man ja auch mal ein bisschen hervorheben, nicht hässlich ist. Weil sonst würde man sagen, ja gut, irgendwie, weil es gibt ja schon so Videos aus Thailand und so weiter, die fahren ja auch natürlich günstige Elektroautos rum. Die sehen halt aus, will kein Mensch haben. Der hier sieht natürlich schon auch gut aus. Ein riesen Panoramadach, die Materialien im Innenraum sind auch wirklich in Ordnung. Klar, die Tür oben ist schon hart, aber ansonsten Dashboard und wo das Knie anschlägt, überall alles weich, kann ich nicht drüber meckern. Also von dem her ist die Frage am Ende des Tages schon berechtigt. Denn wir starten bei 31.312 und da ist ja schon viel dabei. Assistenz ist dabei, die digitale Welt im Innenraum, LED. Und nur wer Luxury nimmt, ja, und auch die größere Batterie, zahlt ein bisschen Aufpreis. Und von dem her vielleicht auch da nochmal der Hinweis, egal welche Ausstattungslinie ihr nehmt, ihr könnt beides, beide Batteriegrößen haben. Ihr könnt also auch Luxury mit der kleinen Batterie haben oder Komfort mit der großen, vielleicht auch ein Punkt, der wichtig ist. Und eben, wenn man Luxury nimmt, so wie wir, dann kann man noch eine Farbe wählen. Weiß ist Serienbestandteil. Dieses Blau kostet zum Beispiel extra. 360-Grad-Kamera ist ja dann bei Luxury mit dabei. Panoramadach ist dann, wie gesagt, mit dabei. Und dann sind wir nachher bei 37.962. Und das ist natürlich ein absolut Hammerpreis, wenn man bedenkt, dass der aktuelle ID als Facelift, also ID3, bei 39.103 erst losgeht. Und natürlich die Fahnenstange noch nicht erreicht. Ja, dann kann man weitaus auf 40, 50, 60 upgraden. Da ist 37 schon echt ein guter Preis und wirklich fair für so ein Auto, wo nachher dann realistisch jetzt hier 300, 350 im Sommer, wäre es auf die Spitze 3 vielleicht 400 und mit der kleinen Batterie 300 kommt, ist doch in Ordnung. Ja. 90 kW natürlich auch für die Langstrecke irgendwo möglich. Und was man vielleicht bedenken sollte, ist, dass man die 11 kW halt nur hat, wenn man die große Batterie hat. Jetzt interessant, was sagt ihr? Schreibt mal drunter, was denkt ihr über den MG ZS? Ist es ein Auto, was ihr interessant findet oder sagt ihr, naja, es geht so? Ich bin echt mal gespannt, was ihr drunter schreibt. Schaut auch gerne mal bei unserem Marvel Air Video vorbei und ansonsten gucken wir mal. Könnt auch mal drunter schreiben, was euch als nächstes interessiert. Sollen wir den Vierer mal noch vorstellen oder den Fünfer, also den Kombi? Ich bin da mal gespannt und da würdet ihr entscheiden dürfen. Ansonsten gerne eben, wie gesagt, die Meinung zu dem drunter schreiben. Wir mischen ein bisschen mit, finde ich interessant. Wenn ihr uns abonnieren wollt, dann freut uns das natürlich, weil dann wachsen wir noch mehr. Könnt euch hier aus dem schönen Schwarzwald immer mehr zeigen und das freut uns natürlich umso mehr. Freunde, ich wünsche euch einen schönen Tag bei allem, was ihr macht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.